20. April bis 20. Mai, Zeitraum des Bibers. Das Element Feuer, welches in dieser Zeit aktiv ist, kann mit einem schöpferischen Geist verglichen werden. Es schenkt uns Kreativität und die Begeisterung, Dinge zu verwandeln oder zu erschaffen. Die Einflüsse des Erdelements können unsere Ideen und Gedanken in eine materielle Richtung lenken. Das Feuerelement wird mit der Sonne assoziiert, die im Osten aufgeht. Daher verbindet man diese Zeit auch mit den Ostwinden. Die uns beeinflussenden Ostwinde wecken uns aus unseren Träumen und laden uns ein, zu wachsen und uns zu entfalten. Die Mischung aus Feuer- und Erdelement dieses Zeitraums lässt wachsen, gedeihen, Wurzeln austreiben und uns entfalten. Besonders Menschen, die in diesem Zeitraum geboren sind, fühlen sich aufgrund des aktiven Erdelements mit den materiellen Aspekten der Welt verbunden. Sie können Dinge mit dem einfließenden Feuerelement erschaffen und verwandeln. Diesen Menschen wird das Geburts- oder Totemtier Biber zugeordnet. Menschen mit dem Biber-Totemtier gelten als zuverlässig, praktisch, akkurat und werden für ihr methodisches Vorgehen geschätzt. Wie die Natur in der zweiten Frühlingsphase zu wachsen und gedeihen versucht, liegt es im Bestreben des Bibermenschen geordnet, an den eigenen Vorhaben festzuhalten, bis das Ziel oder ein Vorhaben erreicht wurde. Bibermenschen schätzen Schönheit und Ästhetik. Das Künstlerische und Gestalterische liegt in ihrem Instinkt zu schaffen und wachsen zu lassen. Wie eine Pflanze, die in dieser Jahreszeit zu ihren wahren Schönheit gelangt, lieben es Bibermenschen, sich an Eleganz und Luxus zu erfreuen. Ein Bibermensch braucht in seinem häuslichen Umfeld Harmonie, um zu wachsen wie Pflanzen zu dieser Jahreszeit. Fehlt ihnen ein harmonisches Umfeld, so können sie zu ungemütlichen Zeitgenossen werden. Die Zeit zwischen dem 20. April und 20. Mai erlebt eine Energie auf der Nordhalbkugel der Erde, Bäume zum Austreiben und Blumen zum Blühen zu bringen. Der Frühling erreicht in dieser Zeit seinen Höhepunkt. In diese Zeit fällt auch der Ostpunkt, den wir auf dem Rad des Jahres zwischen dem Frühjahrstag und Nachtgleichen am 21. März und der Sommersonnenwende am 21. Juni finden. Dieser Tag fällt auf den letzten Apriltag, welcher auf der Nordhalbkugel am 1. Mai gefeiert wird. Einst war dies das Fest des Einsseins und der Intuition. Jene Zeit, die sich der Liebe und Vereinigung zuwandte, begann mit diesem Festtag. Der Zeitraum nach dem 20. April kennzeichnet das Verbinden des Geistes mit der Materie. Nicht nur die Natur breitet ihre Wurzeln und Triebe aus, auch der Mensch strebt nach Verbundenheit zwischen Materie und seiner geistigen Herkunft. So erfreut er sich an dem Wunder der Natur und staunt über das Wachsen im Jahreskreislauf. Wie sollten wir den Zeitraum begehen? Auch wenn wir nicht alle Menschen das Geburtstotemtier Biber haben, so wirken auf uns alle die Einflüsse der Jahreszeit ein. Die Verbindung von Geist, Materie, unserer Intuition und der Einheit mit unserer Umwelt. Seht in die Welt hinaus, erblickt die Schönheit der blühenden Natur und erlebt euch, wie ihr in eurem Inneren wachsen und erblühen wollt. Seht die Verbindung von Materie und Leben und überlegt euch, welche Ziele ihr euch für diesen Zeitraum des Jahres steckt. Achtet auf den jeweiligen Mondstand während dieser Wachstumsperiode des Jahres. Zwischen dem 20. April und dem 24. April befinden wir uns in einer Phase des abnehmenden Mondes, Zeit loszulassen. Überdenkt Vergangenes, die letzten Tage und Wochen. Gibt es etwas, das ihr nicht braucht, was losgelassen werden kann? Wir befinden uns im Zeitraum des Bibers, der Zeit, die für den spirituellen Aspekt des Materiellen steht. Gibt es demnach Materielles, das losgelassen werden kann? Gib ab, was du nicht brauchst und reife dadurch im Geiste. Am 26. April ist die Zeit des Neumonds. Dessen Kräfte sind zwischen dem 24.04. und dem 27.04. vorherrschend. Nutze diese Zeit, um in dich zu gehen. Bevor die Frühlingszeit im Jahr ihren Höchstpunkt erreicht, sollten wir unsere inneren Kräfte sammeln. Eine günstige Zeit zur Meditation und des In-sich-Gehens finden wir vom 20.04. bis zum 23.04.
Meditiere über das Einssein mit dem Kosmos und deiner unmittelbaren Umgebung. Versuche, Intuition und Liebe in den Tiefen deiner Seele zu entdecken und sei dir bewusst, dass jede Materie auf der Basis von Geist zu Leben erwacht. Im zunehmenden Mond befinden wir uns in der Zeit zwischen dem 29.04. und dem 8.05. Der Frühling erreicht in dieser Frühlingsphase seinen Höchststand und auch wir sollten die Energien des Mondes und der Erde für unsere Projekte wahrnehmen. Werde aktiv und überlasse nichts dem Zufall. Das Wachsen und Gedeihen in der Natur können wir auch für unsere Vorhaben nutzen. Die Energien liegen in der Luft. Wir müssen sie nur zu unserem Gunsten einsetzen. Dem Vollmond begegnen wir am 10. Mai während des Totenzeitraums Biber. Die Kraft des Vollmondes wirkt vom 9.5. bis zum 11.5. auf uns ein. Die Energien des Bibers erreichen an diesen Tagen mit der Kraft des Mondes ihren Höchststand. Wir sollten diese Kräfte gezielt wahrnehmen und in positive Bahnen lenken. Alles, was wir schaffen und erreichen möchten, können wir mit den aktiven Kräften dieses Zeitraums umsetzen. Im abnehmenden Mond befinden wir uns im Biberzeitraum zwischen dem 12. und 20. Mai. Wir sind in der Zeit angekommen, die uns wieder auf unsere Wurzeln besinnen lässt. So wie diese Jahreszeit Wurzeln zum Austreiben bringt, sollten wir uns auf unsere wahren Werte und Ziele konzentrieren. Alles, was wir in die Hand genommen haben, überdenken und uns auf unsere inneren Wünsche und Vorhaben ausrichten, um den roten Faden im Leben nicht zu verlieren.